Leute, heute ziehe ich den ersten von insgesamt drei Gewinnern für 6700 Coins. Und auch in diesem Video wird es wieder einen Gewinner geben, den ich dann im Folgevideo bekannt gebe. Wer mitmachen will bei der Verlosung, ich erzähle es wieder am Ende und im Laufe des Videos, so lange geht es nicht, gibt es noch den Gewinner vom ersten Video. Also das ist heute die zweite Verlosung und genau deswegen wird natürlich dieses Video wieder präsentiert vom EA Creator Network, die mir zum Start von Season 17 6700 Apex Coins zur Verfügung gestellt haben und das insgesamt dreimal. Wie gesagt, heute ist der erste Gewinner. Zweimal kann man noch gewinnen. Auf Twitch gibt es in den nächsten Tagen noch ein bisschen Merchandise zu gewinnen. Das Paket von EA ist aber leider noch nicht angekommen. Und wie gesagt, ich betone, die Verlosungen sind nur auf YouTube, was die Coins betrifft, nicht auf irgendeiner anderen Plattform. Ganz, ganz wichtig. So, wir kommen einfach mal zum eigentlichen Inhalt, bevor ich gleich den Gewinner bekannt gebe und was ihr tun müsst, wenn ihr gewinnen wollt. Und zwar sollen die Prestige-Skins, die es bis jetzt gibt, und das sind vier insgesamt, und auch die zukünftigen Prestige-Skins in Zukunft einen festen Dive-Trial haben. Kennen wir, wenn wir eine Season lang Ranked gespielt haben und haben mindestens Dia aufwärts erreicht, bekommen wir für die Folgesaison, für diese eine Season, einen Dive Trial in der jeweiligen Farbe. Der Badge sollte klar sein. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Und bei dem Prestige-Skin wird es in Zukunft dann so sein, dass der halt fest ist. Ich habe da schon negative Kritik gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn er sich stark von den Ranked Dive Trials unterscheidet, finde ich es eine coole Sache, weil ich meine, so ein Skin ist nun mal ohnehin schon sehr, sehr teuer und inhaltlich, wenn du so ein Collection Event durchpayst, ist da oft auch ein bisschen was dabei, was einfach nicht so geil ist oder nicht jedem gefällt und du musst eben diese ganzen Sachen durchpayen, damit du den Skin bekommst und so bietet es dem Prestige-Skin noch einen Mehrwert, noch einen Dive-Trial dazu, den eben nicht alle haben, finde ich eine geile Idee. Ich bin deswegen gespannt, was ihr in den Kommentaren so zu schreiben habt. Vergesst nicht in eurem Kommentar, wie gesagt, zu erwähnen, wie ihr das findet. In Verbindung natürlich mit der Verlosung, nicht, dass ihr hier 20.000 Kommentare hinterlasst. Jetzt ziehe ich aber erstmal den Gewinner und herzlichen Glückwunsch, Roger Raw. Kreativer Name, sein Text, der Sohnemann geht natürlich vor. Ich muss sagen, der Skin ist Grinch as fuck. Wenn das auch noch Stufe 3 sein soll, gute Nacht. Coins für PlayStation wäre natürlich nice. Wer sich jetzt fragt, auf was bezieht der Bengel sich? Natürlich auf das erste Video, da rede ich über den wahrscheinlichen Prestige Mythic Skin für Revenant oder Revenant Reborn, nennt es wie ihr wollt. Schaut einfach das vorletzte Video, da rede ich da nochmal drüber. Sehr, sehr interessant. Es könnte nämlich sein, dass Revenant in Season 17 jetzt schon derjenige ist, der den Prestige Skin bekommt. Das sind natürlich nur Leaks, nichts bestätigt, sollte klar sein. Und wenn ihr, ach so, Roger, vergiss nicht auf Instagram mir natürlich zu schreiben und ich prüfe dann, ob der Roger, der mir schreibt, natürlich auch der YouTube Roger ist. Also nicht vergessen, schreibt mir auf jeden Fall, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wenn in den nächsten Tagen dann nichts passiert, muss ich gucken, ob ich eben einen anderen Gewinner ziehe. Aber bis jetzt ist das nie schief gegangen. Und wenn ihr in diesem Video die 6700 Apex Coins gewinnen wollt, müsst ihr nichts anderes tun, als meinen Kanal natürlich zu abonnieren. Daumen hoch optional wäre geil. In den Kommentaren ganz wichtig, nicht nur zum Inhalt dieses Videos, wenn ihr darauf eingehen wollt, natürlich schreiben Coins als Codewort und auf welcher Plattform ihr spielt. Die Coins sind ganz wichtig, damit der Zufallsgenerator dieses Wort tracken kann, um euch zu ziehen. Und ich muss natürlich wissen, auf welcher Plattform ihr spielt. Die Switch seht ihr hier nicht, aber die Switch ist natürlich hier mit dabei. Und ihr solltet natürlich Instagram besitzen, damit ich euch natürlich anonym anschreiben kann, beziehungsweise ihr müsst mich kontaktieren und ich prüfe dann, ob ihr tatsächlich auch der Gewinner seid. Und mehr gibt es nicht zu beachten. Wie gesagt, die Coins nur auf YouTube, nirgendwo anders. Auf Twitch gibt es den Merchandise. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Und das war es von mir. Haut rein. Ciao.